Mein Geschenk an Justin von Ron Bilecki. Ron Bilecki. Ich muss sagen, ich habe mich mit ihm unterhalten. Es ist keine Rolle. Es ist keine Rolle. Der Typ ist real. Krass, er hat einfach die Frisur, wie Kevin die hat. Wie Cindy Kevin die Haare geschnitten hat. So läuft er for real rum. Spaß. Ja, das war in Düsseldorf im Hyatt House. Haben wir uns da getroffen. Da hat er residiert. In ein geiles Hotel. Nice Schwanz, Bros und Ladies, willkommen auf meinem Hauptkanal. Ich erzähle euch. Auch die legendärste Begrüßung ever. Nice Schwanz, Bros und Ladies. Mal, was ich aktuell in Düsseldorf mache. Ihr wisst ja gerade alle, ich bin gerade hier in meinem Hotelzimmer. Elena ist leider noch nicht vorbeigekommen. Aber egal, warum ich aber wirklich hier bin, ihr kennt ja alle Justin. Justin ist ja. Na? Bekannt für Mode, Lifestyle und er macht auch gerne Fashion-Unboxing-Videos. Mir ist aber eine Kleinigkeit aufgefallen, leider fehlt ihm etwas. Er hat es tatsächlich auch schon vorher angekündigt, dass er mir ein Geschenk macht, was mit Mode zu tun hat. Und ich dachte so, hä, ich hatte gar keinen Plan. Und dann, als ich in dem Zimmer war, habe ich dann schon gedacht, was es ist. Was ganz Wichtiges im Kleiderschrank, aber dafür bin ich da und ich zeige euch mal, was ihm denn im Kleiderschrank fehlt. Das wäre, das könnt ihr erstmal alles ignorieren, dieser rote. Ja, der Bademantel, der fehlte auf jeden Fall noch in meinem Kleiderschrank. Auf Hugh Hefner angelehnt. Bademantel. So einen hat Justin nicht im Besitz. Es ist aber sehr wichtig, dass jeder Playboy einen roten Versace-Bademantel besitzt. Deswegen dachte ich mir, mache ich Justin ein kleines Geschenk. Leute, merkt ihr, ich werd schon langsam rot vor, weil ich mich so geniere. Zieh an. Klar. Ich habe nämlich was besorgt. Das steht genau dort. Er gibt für einen Witz um die 500 Euro aus. Einfach mal ballen. So. Hier ist ein roter Versace-Bademantel drin. Mache ich mal jetzt nicht auf. Macht er nachher auf. Und ich bin gespannt auf seine Reaktion dazu. Ich dachte mir, wenn wir schon mal dabei sind, optimieren wir. Ich bekomme noch so nice Schwanz-Bro-Pillen dazu. Meinte der zu mir viermal täglich und dann geht's in der Kiste anders ab. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Noch ein bisschen sein Leben. So, ich habe was ganz wichtiges. Nee, ich hab's noch nicht getestet. Nichts vergessen? Kondome, ne? Stimmt, da waren auch noch Kondome drin. So, also wie gesagt, ich erwarte ihn gleich und ich gehe mir jetzt erstmal Haargel kaufen, weil ich habe ein Problem. Ich habe mein Haargel nicht mitgenommen und jetzt sehe ich aus wie ein Storch. Zieh an, den Versace-Bademantel oder das Kondom? Und das geht natürlich absolut gar nicht, deswegen gehe ich jetzt Haargel kaufen. Nice Schwanz, Bros und Ladies, ihr seht, wer neben mir sitzt. Der allerechte, beides, der allerechte Reaktionswort. Er ist sogar extra aus Köln nach Düsseldorf gekommen für dieses Video. Ja. Justin, ich glaube, ich brauche nicht viel zu dir sagen, du bist bekannt für die Mode. Fashion, mittlerweile auch Reactions. Ja. Danke für die Einladung erstmal und für die großzügige Bezahlung, dass ich hier sitze. Julian weiß noch nichts. Was schätzt ihr, wie viel hat Ron mir bezahlt, dass ich da sitze? 0, 20k, 100? Nee, tatsächlich 3000 Euro. Spaß. Ich habe es natürlich voll umsonst gemacht, no homo. Ich bin da zum Beispiel jetzt nicht so krass drin im Fashion und allem drum und dran. Das war ein guter Witz von mir, wollte ich jetzt nochmal darauf aufmerksam machen. Da zum Beispiel jetzt nicht so krass drin im Fashion und allem drum und dran. Aber mir ist etwas aufgefallen. Du hast in deiner Kollektion, in deinem Kleiderschrank fehlt dir noch was. Und jeder, der dieses Video gerade sieht, kann das im Nachhinein auch bestätigen. Okay. Deswegen, ich habe was für dich. Ich war ahnungslos. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich war ahnungslos und hatte keinen Plan, was mich da jetzt erwartet. Ich hole das eben mal. Es wurde mir schon großzügig angekündigt. Ich bin for real. Sehe es jetzt gerade. Wer sagt? Nein. Ja, und da habe ich dann geschnallt, was es ist.
Es ist jetzt ein Versace Baden. Bro, also das ist jetzt nicht... Ich war wirklich sprachlos, weil 10er, wenn ich ihn jetzt fett anziehen werde oft, und er gibt dafür einfach so viel Geld aus. Ey. Das hättest du jetzt aber echt nicht mal brauchen hier. Ich ziehe ihn auf gar keinen Fall an. In Rot sogar, ein Versace-Bademantel. Bro, vielen Dank dir. Meine Freundin wird super begeistert sein, wenn ich damit auftauche. Ganz, ganz großes Kino. Wie gesagt, das ist mir aufgefallen, deswegen. Ich ziehe ihn nicht an, auf gar keinen Fall. Ja. Ich wollte das ändern. Nee, klar. Ja. Verstehe ich. Ich habe auch hier noch zwei Sachen für dich mit drin. Kannst du gerne mal nachschauen. Ah, super. Mhm. Perfekt. Dann kann ich hier auch meine ganze Wohnung verteilen, damit ich auch in jeder Situation dann was parat habe, ne? Exakt. Und nice Schwanz, Bro. Dazu, Night Stand Formula. Dazu brauche ich dir gar nicht viel sagen. 4 Kapseln am Tag und dein Leben wird ein bisschen schöner. Das lasse ich ja nochmal überprüfen. Größe ist L. Ich hoffe, das wird dir passen. Ja, ich bin absoluter L-Träger. Na, mal sehen, ne? Oversize. In der Karte steht auch noch was. In der Karte steht noch was? Ja, in der Karte. Was glaubt ihr steht in der Karte? Maddox TC. Nice Schwanz, Bro, stand drin. Tatsächlich, ja. Ja. Nice Schwanz, Bro. Ja. Aber no homo, ne? No homo, genau. Ja, ja, vielen Dank dir, Bro. Das ist sehr nett. Mal sehen, wie oft ich den tragen werde. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Sehr großzügig. Sehr, sehr großzügig. Also Justin, danke schön, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Ich hoffe, dass du dieses Geschenk in Ehren tragen wirst und stets an mich denkst, wenn du in diesem prunkvollen Mantel die schönen Momente des Lebens genießt. Ich freue mich außerdem, wenn wir demnächst gemeinsam in Berlin saunieren gehen. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Den passenden Bademantel hast du jetzt, ja. Dein Ron. Danke, Ron. PS, Bademantel bitte nicht waschen. Bademantel hat auch Taschen, zum Beispiel für Kondome, gut verwendbar. PPPS, nice Schwanz, Bro. Oh Mann, Ron, Alter. Mit dem Bademantel in Größe L sieht Justin dann aus wie ein Magier, no joke. Ich ziehe ihn nicht an, auf gar keinen Fall. So, Karl S. Memes. Also, ich will jetzt nicht weiter nach vorne skippen, aber da waren halt Corona-Chinesen und Corona-Italiener, Zitat Karl S., die können ihn anstecken und ihm passiert nichts. Warum? Weil ich ein gutes Immunsystem habe. Das müsst ihr mal verstehen, okay? Es können 10 Corona-Chinesen... Das stimmt, Chinesen. ...können mir ins Gesicht spucken, ja? Wenn sie wollen, mich sogar anwichsen, ins Gesicht rein. Gut. Nein, okay. Und können mir diesen Virus geben, aber das macht mir nichts. Mir macht's nichts, okay? Es gibt keinen Grund, da nicht drin zu sein. Es sei denn, du bist blind, taub. Ansonsten gibt's keinen Grund. Ich würde auf jeden Fall keine Bücher lesen, ich würde mich nicht fortbilden. Was werdet ihr in den Ferien machen? Einfach so, ich werde einfach ein paar so Netflix-Sachen anschauen. Ich werde nicht arbeiten, ich werde einfach nur mich vor den wichtigen Dingen drücken. Leute, was geht? Wir sind endlich 50.000 Live-Bilder auf dem zweiten Kanal, deswegen dachte ich, ich schenke jetzt jedem eine Rolex-Uhr und ein Bündel Geld. Nein, das mache ich nicht. Spaß. Ihr bekommt was viel Besseres. Und jetzt denkt ihr euch, hä? Ich will doch die Kohle und die Uhr. Glaubt mir, der Buchclub ist viel mehr. Gibt's den eigentlich noch? Ich glaube nicht. Der hat den Buchclub, glaube ich, for real abgeschafft, weil sich halt alle drüber lustig gemacht haben. Wenn ihr das, was ich sag, nicht mögt, seid ihr höchstwahrscheinlich Loser. Wenn ihr das, was ich sage, nicht mögt, dann seid ihr höchstwahrscheinlich Loser.
Also wenn meine Tochter 15, 16, 17 ist, dann tut die nicht an verschiedene Pimmels rumsaugen. Okay. Okay. Ich glaube, das wird in der Generation nicht mehr anders möglich sein, Karl. Leider Gottes. Meine Tochter 15, 16, 17 ist, dann tut die nicht an... Ja, 16, 17 ist... Da kann die das schon mal, ne? Bei Gleichaltrigen machen, oder? Chat, lehne ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster. Also ich habe schon gehört, dass das heute schon noch früher gemacht wird. Und das... Haram, stimmt. Okay, Chat und ich auch wieder hier, ne? So. Pimmels rumsaugen den ganzen Tag, ja? An verschiedenen Pimmels. Oh, ja, Bro. Sondern dann arbeitet die an sich selber. Ja, und ja, stimmt. Und meine Söhne, die sind nicht mit 15, 16, 17, 18 nur Muschischnüffler den ganzen Tag. Schön. Bro, was haut dieser Typ für Statements raus? Bro, das kann ihr doch nicht ernst meinen. Wieso setzt man sich... Oh, das ist ja nicht mal in einem Livestream. Er setzt sich hin, neben dir sitzt einer im Auto und du sagst zu ihm, Bro, film das mal bitte. Und der Typ neben dir, der sagt nicht mal, Bro, das können wir so nicht veröffentlichen, sondern der filmt das. Und Karl sagt dann, ja, die sind da nicht am Muschischnüffeln, verschiedene Pimmels am... Bro, Karl! Karl, du bist Life-Coach. Du willst Leuten Business beibringen? Das ist zu viel für mich gerade, Alter. So Schnüffler, so wie so Schnüffelhunde, den ganzen Tag rumrennen, wie so Volltrottel. Ich muss das einmal kurz auf mich wirken lassen und hol mir kurz eine neue Flasche Wasser, weil das war wirklich... Das war echt komplett... Wow, Alter. Wow. Das waren Statements, Junge. 2020 steht vor der Tür. Und wirst du ein richtig geiles Jahr haben, wo du richtig reinhaust? Der Justin macht ja oft eine Sache, der macht es ein bisschen lächerlich, dass ich das Leben anderer Menschen mit meinen Tipps verbessern. Ich bin's. Hier warst du wieder Karl noch Penisverlängerung. Ja, also ich kann es mir wirklich nicht weitergeben. Kann natürlich sein, dass da jetzt noch irgendein Bullshit kommt, den ich gerne entkräftigen würde. Weiß ich jetzt nicht, also tut mir leid. Swipe hoch. Swipe ab. Swipe hoch. Swipe hoch. Swipe hoch. Swipe hoch. Swipe ab. Swipe hoch. Angenommen, ich bekomme diese Story als Werbung angezeigt. Wieso sollte ich dann denken, wenn ein Typ da sitzt und einfach sagt, swipe hoch. Swipe hoch. Swipe einfach jetzt hoch. Als ob ich dann da sitze. Ja, Mann, der hat mir erklärt, was ich davon habe, hoch zu swipen. Das ist echt ein cooles Produkt. Das swipe ich jetzt hoch. Ne, er sagt, swipe hoch. Ja, Mann, ich swipe hoch. Hä? Swipe hoch. Ja, ich weiß, was hoch ist, aber ich mach's nicht. Du träumst vom AMG, lelele. Doch du bist pleite, lelele. Pleite, lelele. Sag, das ist so lustig bei der Bank. Fragt die mich so, hä, jetzt kaufen Sie sich schon wieder ein Auto. Sag ich, nee, für ein Auto, was ich fahren würde zumindest, wird das Geld nicht reichen. Der abgehobene Boss. Oh, Leute, macht keinen Scheiß, nehmt dreimal Reis. Immer drei Reis, Leute. Kein Low Carb. Keine Low Carb Pussys hier, bitte. High Carb. High Carb, High Carb. Ah, okay. Weisheiten mit Karl S. Macht keinen Scheiß, nimm drei Reis. Okay. Was haben die beiden Dinge gemeinsam? Monster Energy und? Was? Eigentlich gar nichts. Melone. Hä? Was war das für ein Sound? Melone. Ich spiele mit dem Gedanken, der neue Reaktionsboss zu werden. Welcher Hurensohn ist der Reaction Boss? Wer nennt sich Reaction Boss? Ich überleg's mir. Ja, dann überleg mal. Ich überleg's mir ernsthaft. Ja, dann mach das, Karl. Louboutin, Philipp Plein, Cavalli, Givenchy, Tom Ford. Bro, was ist?
Karl wird doch sowas auch mal sehen und dann sich das geben und so denken, was haue ich hier eigentlich für eine Scheiße raus? Und dann mal denken, ich muss das runterfahren. Aber der macht weiter. Der macht weiter.